die bewegen sich dann auch, wenn die übereinander stehen, zusammen. Okay, okay. Aber der hilft mir ja nicht dafür. Kann ich hier einmal meinen Besen nehmen? Oh, scheiße, jetzt habe ich was getroffen. Oh, no. Oh, no. Okay, warte mal. Mensch, ja, nicht rum. Ah, okay, warte, ich muss den erst wieder... Aber kann ich den da oben jetzt noch alleine wegziehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Dann muss ich das folgendermaßen machen. So würde ich sagen. Nee, der würde ja komplett bis da hinten durchgehen jetzt, ne? Er geht ja bis da hinten durch. Das bringt mir ja gar nichts. Würde es mehr Sinn machen, wenn ich... Oder reicht das schon? Nee. So wäre das nichts, ne? Guck mal, er kackt. Okay. Wie nach da? Ah, jetzt habe ich es, glaube ich. Jetzt habe ich es. Jetzt hatte ich es, glaube ich. Nein. So. So nämlich. Ah ja, guck mal. Was haben wir denn da Schickes für einen Anzug? Was haben wir denn da Schönes? Oha, Potter, Junge. Ah ne, ist ja nicht Potter. Ah. So, mal wieder alles zurück. Mist. Das war der zweite, ne? Ja. Ist mir ja kein Erfolg. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Das wird jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen kniffliger werden, wahrscheinlich. Oh. Oh, oh, oh.
Okay, wo müssen wir hin? Wir gehen mal da drauf. Also auf jeden Fall da drüben hin. Und da, okay. Wir haben aber nur eine Zweierbox hier, ne? Oder ist da unten noch eine... Nein, okay. Nee, wenn ich den da jetzt reinziehe, ist er weg. Ja. Also erstmal dahin. Dann hier rüber. Falsch, dahin. Darüber. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, habe ich das Gefühl. Okay, warte mal. Noch nicht. Er muss hier gegen irgendwie. Geh da runter, Potter. So, jetzt aber. Eggy WB. Ja, warte, wir machen das von hier oben lieber. So. Krawatte? Ist das jetzt das gleiche oder ist das jetzt nochmal besser? Da hat er gerade nichts angezeigt, oder? Ist nochmal besser, okay. Ah, einmal mit Eigenschaft, einmal ohne Eigenschaft. Okay. Jetzt machen wir ganz kurz. Gucken, wie wir denn darüber kommen. Okay. So müsste es gehen, ne? Ein Feld können wir rüberspringen. Hier schaffe ich es nicht rüber zu springen. Oder? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hallo Flo Potter, ich bin auch gerade live auf TikTok und zocke dasselbe. Ja, sehr geil, Kevin. Sehr geil. Warte mal. Okay.
rüber. Ja, geht, sollte es eigentlich ja schon zügig kriegen. Zügig sollte das doch gehen. Das passt so auch nicht, ne? Ich glaube, ich muss den erst einmal hinbewegen und dann muss ich das zurücksetzen und den nochmal umbewegen, ne? Nee, so komme ich ja. Ich komme ja hier nicht rüber. Stimmt. Gehen da jetzt rüber, das macht aber auch keinen Sinn. Ich muss den erst hier zwischenkriegen, aber wie kriege ich den da? So? Jetzt. Dankeschön, Kevin, dir auch. Und gerne mal den Stream liken bei YouTube. Würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like da ist auf YouTube. Schnell mal. So, und jetzt rüber. Und jetzt, glaube ich, zurücksetzen. Und dann so. So und rüber. Sauber. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich Harold Diana Burnley. Und das war das Allerletzte. Harold Dianas Ensemble sein. Das Allerletzte. Habe ich gemacht. Dankeschön. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Kehre zu Sophronia zurück. Luke und Brattleby muss sich fast eingenässt haben, als du bei den in Schwierigkeiten. Okay, das war cool. Hat Spaß gemacht. Klar, wenn ein Rätsel funktioniert, macht es immer Spaß, ne? Aber das war cool. Ich bin ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich keine Rätsel mag, ne? Aber wenn man es nicht schafft, dann ist es eigentlich am Ende doch relativ leicht, ne? Und dann kommt man sich so unfassbar dumm vor und verarscht vor, ne? Gerade natürlich für die, die es kennen, ne? Wenn jemand, es gibt ja so viele Rätselspiele auch, ne? Diese Wimmeldinger da. Wenn das wer kennt und der, man sieht, wenn das andere spielt und die checken das nicht sofort, dann wird man natürlich sauer, ne? Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Mhm. Natürlich, aber nicht umsonst. Das war nicht leicht. Aber natürlich, kein Problem. Ich zahle alles. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst. Die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Oder? Protego. Oh, sorry. So, schauen wir mal Ausrüstung. Einmal durchkicken den. Okay, warte, wir düsen schnell rüber. Analysieren den mal. Wenn wir schon hier sind, können wir direkt einen machen lassen da. Fix. Und den einmal. So, beide höher, okay. Machen wir da auch nochmal einen. So, dann schauen wir uns da mal
um. Ausrüstung. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich ändere die Mütze mal wieder. So. Handschuh. Erhöht Füllrate der alten Magieanzeige. Nehmen wir doch den. Die sehen eigentlich auch ganz cool aus. Hier können wir mal einen von wegmachen, den hier. Schal. Die lassen wir. Schaden durch chinesischen Kaukohl. Raune. Und der kann auch weg. Die Handschuhe lassen wir so, okay. Winter, das hatten wir. Sammlung hier. Füllt sich auch langsam, ne? Okay, die hätten wir schon gesehen. Und hier 150, das ist natürlich noch eine ganze Menge. Hier. Kampf. Kampf 31, Aufträge 38, Erkundung 3%, Handbuchseiten 27, Raum der Wünsche 3. Ja, Imo ist cool, Eggy. Erkundung ist natürlich sehr mau, ne? Erkundung ist sehr mau. Die Ballons müssen wir platzen lassen, die Dinger müssen wir noch machen. Ja, war da noch einer? Ach, hier. Aufträge. Aufträge, das geht eigentlich. Ne? 38%, das ist schon. Ist schon was. Aufträge. Da fehlen uns noch 7. Wir machen den mal. Nächstes Mal gehen wir dann mit der Hauptstory weiter. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, mal, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver. Ach nur, hol nicht rum. Da. Ah, Stufe 3. Okay. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir gehen erstmal hier so ganz kurz nochmal rum. Was ich sieht man. Oh, da vorne ist ein Ding, das habe ich gerade gesehen. Eine Seite, eine Buchseite. Die Kisten sieht man so ja nicht, ne? Nein, okay. Zonkos Laden in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Hey, ich bin leider jetzt weg. Wünsche noch viel Spaß und später eine gute Nacht.
Codex, vielen lieben Dank, dass du mitgemeldet bist vorhin. Vielen lieben Dank, dass du im Lurky warst. Danke, danke, danke. Dir noch einen schönen Abend und auch eine gute Nacht. Eine Besenverbesserung. Ich mag Scherzartikel, ne? Packt sich hier automatisch an. Okay. Geh raus. Gut, dann düsen wir da jetzt rüber. Willkommen zurück. Ich habe einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Moin, Meister. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. 1000. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Okay, wir können hier auch was verkaufen direkt. Das ist gut. Das verkaufen wir mal. Den auch. Den auch. Den auch. Den auch. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Iondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Die Konkurrenz wegfegen. Ja, machen wir mal, oder? Also wir versuchen es zumindest. Muss ich nicht bei ihm? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Er spricht mit Imelda, okay. Dann auf zum Wettflug. Oha, okay, das ist weit weg. Da gehe ich so nicht hin. Das ist neue Erkundung, ne? Also das ist neues Gebiet, ne? Ja. Warte mal, wir waren bis... hier, da. Lass uns mal hier hin. Und dann düsen wir da schön gemütlich rüber. Können ein bisschen was erkunden wieder.